็ตั้งแต่เกิดมาได้เจอหน้าพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยไม่เคยเจออีกเลยคือตอนที่ท่านตายและผมก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าผมเป็นเอกนอกจากตอนที่ไปวัดพระบาทน้ำพุครั้งแรกและผมได้อ่านป้ายหนึ่งเขาเขียนว่าหยุดเอกคำว่าหยุดเอกทำให้ผมรู้ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงWarten auf den Tod. Dem eigenen Körper zusehen müssen, wie er verfällt, ist vielleicht eine der härtesten Prüfungen für einen Menschen. In diesem Sterbehospiz des Klosters Wat Pra Batnam Phu in Lopburi in Zentral-Thailand beginnt die Geschichte von Ban Gerda. Eine Geschichte von Kindern, die von ihren Eltern mit HIV infiziert wurden und die man zum Sterben hierher gebracht hatte. Diese Säcke enthalten die Asche von Menschen, die an AIDS starben und die nie von jemandem abgeholt wurden. Unter ihnen viele Kinder. Ben ist einer von 10 Millionen AIDS-Waisen weltweit. Viele von ihnen sahen die eigenen Eltern sterben. Als die Krankheit bei den Kindern selber ausbrach, wurden sie aus ihren Dörfern vertrieben. Und keiner kümmerte sich mehr um sie. แล้วก็มียายมาดูแลจนยายไม่มีเงินที่จะดูแลยายจึงส่งผมมาที่บ้านแกด้าบ้านแกด้าก็ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งผมไม่เคยได้Am Anfang war bei uns der Umschlag sehr hoch. Es kamen viele Kinder, es gingen viele Kinder und wenn ein neues Kind kam, dann war es meist so hilfsbedürftig und so miserabel, dass die anderen eingesehen haben, du musst mehr Liebe her. Und die haben zurückgestanden und haben halt keine Eifersucht gezeigt, als das neue Kind dann vielleicht ein bisschen bevorzugt behandelt wurde. Karl und Tassani Morsbach sind die Gründer. Die Kinder nennen sie Ma und Pa. In Ban Gerda bekamen die Kinder neue Familien. Ihre Adoptiveltern und Geschwister sind ebenfalls mit HIV/AIDS infiziert. Die Idee, für AIDS-Waisen neue Familien zu gründen, ist weltweit auf jedes andere Land übertragbar. จะว่าทำไปโดยหน้าที่เลยมันก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเรามาอยู่แล้วเราก็ผูกพันเราก็อยากเหมือนกับว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเงี้ยก็อยากให้เขาดีขึ้นมันก็เหมือนหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าเราทำอะไรเราก็ต้องมาจอยกันมีกิจกรรมอะไรทุกอย่างก็ต้องมาร่วมกันทำต้องเคลียร์ต้องแฟร์ทุกอย่างร่วมกันเงี้ยต้องมีอะไรต้องช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วกฎเขาก็มีอย่างนั้นด้วยว่าทุกคนต้องสามัคคีกันต้องช่วยเหลือกันเซ็นให้มันวิ่งยังไงตอนนี้ก็ใช้เวลาที่นานที่สุดที่เราสามารถที่จะทำให้คนที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้หัวเราะได้ปีหนึ่งปีเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ไม่มีความสุขหรือไม่มีความสุข
Und wenn du mal das Bild siehst von Eu, da kannst du recht verstehen, warum. Als Eu zu uns kam, sah er so aus. Das war Eu. Also Eu hat nicht geweint, hat nicht gelacht. Da waren keine Reaktionen bei Eu. Er wollte nicht raus, er wollte nur da sitzen oder er wollte getragen werden. Also, Eu ist ja der Knuddel der Familie. Eu ist der Knuddel der Familie. Und dann ist in Eu alles reingesteckt worden, was an Essen da war, inklusive Astronautennahrung. Und dann hat er sich an die Fresserei so gewöhnt, man sieht ihn heute nur noch fressend, den Eu. Ja. Ne? Das muss also wieder langsam entwöhnt werden. Aber inzwischen sieht er auch wieder okay aus. Ne? Also nochmal den Eu nachher, prägt euch das Bild ein und dann Eu lächelnd. Dies ist der Hauptsitz von Henkel in Düsseldorf. Für diese Firma hat Karl Morsbach als Geschäftsführer in Thailand gearbeitet. Soziales Engagement war immer schon Teil der Firmenphilosophie. Wir haben eine Reihe von Aids-Kinderprojekten in Afrika, Indien und in Thailand, Bangerda. Es macht jetzt mittlerweile 430 Kinderprojekte ganz genau, sind über die ganze Welt verstreut. Alle von Henkel-Mitarbeitern und Henkel-Pensionären ehrenamtlich begleitet, betreut. Wir haben in diesem Jahr wieder 1 Million Euro zur Verfügung und wir haben jeden Tag, trifft per Post ein neuer Antrag ein. Wir freuen uns schon und sind gespannt, wie viele es in diesem Jahr werden und in welchen Ländern sie stattfinden werden. Auf eines wissen wir auf jeden Fall, ein Antrag von Bangerda ist schon wieder dabei. Immer häufiger wählen Konsumenten Waren nicht nur nach Qualität und Preis aus, sondern fragen, auf welche Weise Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Manager sollten nicht unterschätzen, der Ruf einer Firma beeinflusst immer häufiger das Verhalten der Käufer. Für die Firma rechnet es sich im übertragenen Sinne auch, denn Mitarbeiter, die Glück empfinden, anderen Menschen helfen zu können, sind bessere Mitarbeiter. Das kann man nicht genau quantifizieren, was das bedeutet, und wollen wir auch nicht quantifizieren. Aber wir sind überzeugt, dass bessere Mitarbeiter diejenigen sind, die tatsächlich sozial engagierte Mitarbeiter in all ihrem Tun auch sind. Andreas von Stechow ist der deutsche Botschafter in Thailand. Er hat das Elend in vielen Teilen der Welt gesehen. Lichtblicke sind da selten. Wie ist das eigentlich bei euch mit Patenschaften? Habt ihr Patenschaften für Kinder? Wir haben Patenschaften. Die sind sehr wichtig für uns, die Patenschaften. Einfach deswegen, weil das Geld der Patenschaften kommt ständig rein. Wir brauchen ja ständiges Geld. Wie sieht das in der Praxis aus? Also was macht ein Pate? Ein Pate zahlt uns 100 Euro im Monat. Und dafür kann er für das Kind durchgebracht. Der Pate weiß das, der Pate bekommt ein Kind zugeordnet. Wir informieren den Paten über den Zustand des Kindes und wie das Kind sich entwickelt. Und der Pate ist im Prinzip sehr happy. เพราะว่าก็มีคนได้โอกาสมากกว่าผมและผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับอนาคตดีๆจึงอยากให้คนอื่นเขาได้รับอนาคตแบบผมบ้างดีกว่าถูกตัดอนาคตไปเลย Ohne antiretrovirale Medizin, kurz ARV genannt, gibt es für HIV-Kranke wenig Chancen zu überleben, was man in Bangerda sehr schnell lernen musste.In Bangerda müssen die Adoptiveltern dafür sorgen, dass die Kinder ihre Medizin regelmäßig einnehmen und den Anweisungen der Ärzte folgen.
Stein ก็พาไปหาหมอหมอ Das ist Dr. Jintana aus Bangkok. Sie war in Ban Gerda von Anfang an dabei und ist rund um die Uhr für das Dorf erreichbar. Sie kennt die Geschichte von jedem Kind. Die Nähe eines Hospitals ist eine Grundvoraussetzung, ein Projekt wie Ban Gerda aufzubauen. Alle 6 Monate werden die Kinder von Ban Gerda auf ihren CD4-Wert getestet. Es gibt viele Kinder, die es geschafft haben bei uns, wo die Ärzte gesagt haben, komm, Chance. Also wir würden in jedes Kind, das kommt, würden wir Medizin stecken, solange die Umstände es erlauben. Das heißt, wenn da keine Sekundärinfektionen da sind, also wenn das Kind kein TB hat oder eine Lungenentzündung oder Krankheiten, die erstmal behandelt werden müssen. ความฝันอันสูงสุดเลยคืออยากมียารักษาโรคเอดเพื่อจะได้มารักษาเด็กคนอื่นๆที่เขาติดเหมือนผมแล้วก็อยากกลับไปหาพ่อแม่แต่ว่ากลับไปไม่ได้แล้วเราจะสอนลูกว่าให้ระมัดระวังโรคนี้เพราะว่าเป็นแล้วมันจะรักษาไม่หายมันก็จะเหมือนพ่อที่เคยเป็นมาก็จะบอกลูกให้รักษาตัวเวลาไปเที่ยวไหนก็ให้ขอให้บอกลูกใครๆเขาก็รัก Wenn Menschen an etwas glauben, so heißt es, können sie Berge versetzen. Wenn Menschen an das Leben glaubenkönnen sie manchmal Leben retten. Karl und Tassani Morsbach haben bis heute 54 Kinder gerettet. Ich glaube, dass Ban Gerda sowas ist wie eine Transitangelegenheit. Ja, wir halten die Kinder am Leben, so gut es geht. Und irgendwann kommt die Medizin mit einer Pille, Die nimmt das Kind einmal im Monat oder einmal am Tag und die Krankheit ist so weit unter Kontrolle, dass das Kind ins Rentenalter kommt. Und dann hat er mich nach Hause gebracht, um die Behandlung zu bekommen, um zu leben.